Ich freue mich wirklich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Benjamin von Blomberg, ich bin einer von den beiden Intendanten hier im Haus. Der andere Intendant ist gerade in Amsterdam und dort als Artist Associé beim Holland Festival im Einsatz. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen Corinne Mauch zu begrüßen, die Stadtpräsidentin, selbstverständlich die Mitglieder der Jury und die beiden Preisträger Ines Marci und Jonas Löscher. Wie schön, dass Sie alle zu diesem wichtigen Anlass hier hingefunden haben, zu der Verleihung des Max-Frisch-Preises 2022. Heute werden zwei Autorinnen ausgezeichnet. Jetzt kommt ein Zitat: deren Arbeit in künstlerisch kompromissloser Weise und Form Grundfragen zur demokratischen Gesellschaft stellt. Und das trifft ganz sicher auf die beiden Autorinnen in besonderem Maße zu. Ich habe tatsächlich mich gefragt, was ich eigentlich genau mit dem Wort kompromisslos verbinde. Ich glaube, das Erste, was einem so in den Sinn kommt, ist das Vermögen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und manchmal auch ohne Rücksicht auf persönliche Verluste zu uns sprechen zu können. Ich glaube, es gibt aber noch einen weiteren Gedanken, der weit weniger heroisch und sexy ist. Er hat mit viel Arbeit zu tun. Er hat mit viel Vorarbeit zu tun, überhaupt gewissenhaft den kompromisslosen Gedanken fassen zu können. Er hat mit viel Zeit zu tun. Er hat mit dem Vermögen zu tun, sich zu verbeißen, immer und immer wieder Fragen nach demselben Sachverhalt zu stellen. Und er hat sicherlich auch mit dem Vermögen zu tun, kompromisslos zu sich selbst zu sein. Deswegen, wie schön, denn es klingt nach Anstrengung und das ist es, dass es diesen Preis gibt, diese Anstrengung auch anzuerkennen und auszuzeichnen. Und im Übrigen sowieso Chapeau zu der Konzeption des Preises. Ich finde es super, dass der nur alle 4 Jahre vergeben wird, weil auch die Jury nimmt sich Zeit. Sie will sehr gewissenhaft auswählen und noch etwas sehr Schönes fällt dabei ab. Nur sehr wenig Menschen bekommen diesen Preis. Und das finde ich spektakulär schön, weil was für eine Ehre, liebe Ines Marci, und was für eine Ehre, liebe Jonas Löscher. Eine Kleinigkeit, die ich auch besonders schön finde, das erste Wort jetzt der Preisverleihungszeremonie gehört der Musik. Fatima Dunn tritt gleich auf. Sie hat just den Schweizer Filmpreis bekommen für die beste Filmmusik. Spitzen Sie die Ohren und eine schöne Veranstaltung wünsche ich Ihnen. Thank you.
gesehen nicht mehr. Die Sonne leuchtet viel zu hell. Man schaut dort oben, fliegt er ganz klein, so munzig klein. Deine Hand in meiner, wir schauen in die Unendlichkeit. Und ich erzähl dir etwas, wo noch niemand weiss. Zwischen den Schwalben und Wolken, da fliegt er davon. Schwalben und Wolken, da fliegt er. Sehr geehrter Herr Lüscher, sehr geehrte Frau Maci, sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrats der Max-Frisch-Stiftung, liebe Gäste. Es gibt keine Literatur, die nicht engagiert ist, schreibt Max Frisch 1969 in einem Brief an Walter Höllerer. Genau 50 Jahre später hält Jonas Lüscher an der Hochschule in St. Gallen eine Poetikvorlesung unter dem Titel «Vom Schreiben engagierter Literatur zum engagierten Schriftsteller» und bekennt darin: «Ich könnte gar nicht, nicht politisch schreiben.» Diesem Bekenntnis liegt die Überzeugung zugrunde, ich zitiere, «die Furcht, man beschmutze mit dem politischen Geschäft die Reinheit der Kunst. Diese Furcht teile ich nicht. Sie wissen ja, ich mag die Kunst nicht besonders gerne reinlich.» Ende Zitat. Wie unreinlich, das heißt, wie brisant die Literatur empfunden werden mag, wie sehr ihre subversive Kraft, ihr aufklärerisches Potenzial eine Bedrohung für bestimmte politische Systeme sein kann, das zeigt auch ganz in unserer Nähe die Zensur. Noch heute werden, ja, selbst in europäischen Ländern drastische politische Maßnahmen ergriffen, um die Literatur mundtot zu machen. Verlage werden geschlossen, VerlegerInnen verhaftet und Bücher verboten. Ein jüngstes Beispiel ist George Orwells visionäres und diktaturkritisches Buch 1984, erschienen 1949, das in Belarus quasi als Symbol für die Tilgung eines ganzen Verlagssystems ganz einfach vom Markt verschwunden ist. Bei uns ist es weiterhin erhältlich, sehen wir zu, dass dies auch so bleibt. Wo Repression herrscht, ist die Literatur so wichtig wie nirgendwo sonst. Genaues Hinschauen, Aufklären, An- und Aussprechen tut Not. Und genau dafür braucht es die Literatur, braucht es Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die mit ihrem Gespür für gesellschaftliche Phänomene als Zusammenhänge erschließende, als Spiegel, als mahnende, Gedächtnis und vieles mehr fungieren. Sie tun dies durch ihr überaus subtiles Werkzeug, die Sprache. Nicht nur in Zeiten des Kriegs, sondern,
und mindestens ebenso wichtig in Zeiten einer sich allzu sehr in Sicherheit wiegenden friedlichen Demokratie. Dass ich als Politikerin im Namen des Zürcher Stadtrats heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Literaturpreise übergeben kann, beglückt mich daher außerordentlich. Mit dem Max-Frisch-Preis der Stadt Zürich werden Autorinnen und Autoren ausgezeichnet, deren Arbeit in künstlerisch kompromissloser Form Grundfragen der demokratischen Gesellschaft thematisiert. Wir haben dieses Zitat schon gehört von Benjamin von Blomberg. Ich glaube, es lohnt sich, das zweimal zu hören. In diesem Jahr wird der Hauptpreis an Jonas Lüscher verliehen, der Förderpreis an Enis Maci. Und ich gratuliere Ihnen beiden schon hier von der Bühne aus sehr herzlich. In welcher Form Jonas Lüscher und Enis Maci sich mit ihrem je eigenen künstlerischen Instrumentarium gesellschaftlichen Themen nähern, werden wir aus berufenem Mund, nämlich von den Laudationes von Josef Vogel und Dorothee Elmiger, erfahren. Freuen Sie sich auf Ihre Ausführungen zusammen mit mir. Den musikalischen Rahmen für die Preisverleihung liefert ein One-Woman-Orchestra, wir haben es gesehen. Sie hat, auch das hat Benjamin von Blomberg bereits erwähnt, kürzlich erst den Schweizer Filmpreis für beste Filmmusik erhalten. Auch da nochmal herzliche Gratulation. Es bleibt mir, mich bei der Max-Frisch-Stiftung und allen Beteiligten, wie auch beim Schauspielhaus Zürich, für seine Gastfreundschaft herzlich zu bedanken. Und Sie alle im Anschluss an die Veranstaltung einzuladen, sich die Bücher unseres Preisträgers und unserer Preisträgerin, wie auch diejenigen von Laudator und Laudatorin, signieren zu lassen und mit einem Glas gemeinsam auf sie anzustoßen. Nun bitte ich als Vertreter der Jury den Präsidenten der Max-Frisch-Stiftung, Thomas Sträßle, auf die Bühne. Herzlichen Dank und eine inspirierende Veranstaltung wünsche ich Ihnen. Ja, sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Enis Maci, lieber Jonas Lüscher, liebe Dorothee Elmiger, lieber Josef Vogel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Es lohnt sich, die entscheidende Formulierung, die die Anforderung an den Preis umschreibt, auch dreimal zu hören. Denn schließlich sind wir es, die Jury des Max-Frisch-Preises, die sich alle vier Jahre die Frage neu stellen muss, was es denn heißt, in künstlerisch kompromissloser Form Grundfragen der demokratischen Gesellschaft zu thematisieren. Was heißt es in Bezug auf den Namensgeber und was heißt es mit Blick auf die Gegenwart? Wer nicht an die Möglichkeiten systematischer Welterklärung glaubt, kann zum Beispiel auf die Metapher des Mosaiks zurückgreifen, um das eigene Schreiben zu imaginieren. So hat es Max Frisch in seinem ersten Tagebuch 1946 bis 1949 getan, vielleicht in der impliziten Hoffnung, dass sich aus den einzelnen Steinen des Mosaiks am Ende doch noch so etwas wie ein Bild ergeben könnte. Heute braucht es andere Metaphern. Viele Korallen bilden ein Riff, schreibt die Förderpreisträgerin Enis Maci in ihrem Essayband Eiscafé Europa, wenn sie die Bedingungen des Erzählens reflektiert und daraus ergibt sich bestimmt kein Bild mehr, das eine zusammensetzende Folge hätte, aber vielleicht eines, das sich weiter verzweigt, an den Enden offener und in sich vielgestaltiger ist. Ein solches Textriff lässt zum Beispiel ein Phänomen wie Wikipedia aufscheinen, das selber eine Art Textriff ist. Es wird von Enis Maci süchtig durchforstet als durchsichtige, wässrige Enzyklopädie, die die hegemoniale Autorität in Wissensfragen unterläuft, wie sie in klassischen Enzyklopädien am Werk ist. Oder sie betrachtet Bilderatolle wie Instagram
allerdings weniger auf das hin, was die Bilder zeigen, als vielmehr auf das hin, was zum Vorschein kommt, ohne sich zu zeigen, im Wissen darum, Zitat, dass das Bild eben nie nur ein Bild ist, dass es immer noch auf etwas anderes verweist, als auf das Abgebildete und den Abbildenden, dass es also wie jeder schöpferische Ausdruck immer noch auf ein Drittes, auf das Abwesende zielt. Grundfragen der demokratischen Gesellschaft zu thematisieren, kann mit Blick auf die Gegenwart also heißen, den Morphologien des Wissens und der Bilder nachzugehen und sie erzählerisch aufzufächern, wie es Enis Marci nicht nur in ihren Essays tut, sondern auch in ihren Theaterstücken, die sie im Übrigen gar nicht so streng von ihren Essays unterschieden haben will, wie sie mal in einem Interview mit der Zeit gesagt hat. Jonas Lüscher, der Hauptpreisträger, ist auf ganz andere Weise künstlerisch kompromisslos, wenn er in seinen Büchern politische Fragen aufwirft. Er ist aus der Philosophie ins Erzählen geflüchtet, wie er in seiner St. Galler Poetikvorlesung erläutert hat, und er ist schon mit seiner ersten Novelle Frühling der Barbaren im Erzählen angekommen. Sie handelt von den City Girls and City Boys der Londoner Finanzbranche, die sich zu einem rauschenden Hochzeitsfest in der tunesischen Wüste zusammenfinden und dort ein Edelresort zertrümmern, nachdem der Bankenplatz im fernen England gecrashed ist und ihre eigene Existenz in Trümmern liegt. Jonas Lüscher gelingt das seltene Kunststück, die Aktualität nicht auf Kosten der Literarizität gehen zu lassen, weil ihm das noch viel seltenere Kunststück gelingt, die Verhängnisse einer globalisierten Welt an einem genau umgrenzten Schauplatz zu verdichten und szenisch vorzuführen. Auch im Roman Kraft steht die Hauptfigur, der Rhetorikprofessor Richard Kraft aus Tübingen, vor den Trümmern seiner Existenz und will sich retten, indem er in Silicon Valley aufbricht, um dort die wissenschaftliche Preisfrage zu beantworten, warum alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können. Theodizee als Technodizee. Doch auch Kraft scheitert jämmerlich an seinem neoliberalen oder zumindest klassisch-liberalen Weltbild. Aber er scheitert eben nicht als Verkörperung einer Ideologie, sondern als literarische Figur, als Einzelwesen in seinen Widersprüchen, ganz frisch und ganz kompromisslos. Liebe Enis Marci, lieber Jonas Lüscher, im Namen der gesamten Jury gratuliere ich herzlich zu den Max-Frisch-Preisen 2022 und ich danke der Stadt Zürich, dass sie diese hohe literarische Auszeichnung mit so großem Engagement und in einem so ehrwürdigen Rahmen alle 4 Jahre verleiht. Und ich freue mich sehr auf die beiden Laudationes, die wir gleich hören werden, auf diejenige von Josef Vogel, der die systemischen Logiken und die gesellschaftlichen Auswirkungen der kapitalistischen Finanzökonomien wie kaum ein anderer zu analysieren versteht, und auf diejenige von Dorothee Elmiger, Förderpreisträgerin von 2018, die mit ihrer begeisterten Zusage, die Laudatio auf Enis Marci zu halten, eine schöne Tradition fortführt, wie sie vor 4 Jahren ihren Anfang nahm, als Robert Menasse die Laudatio auf seine Preisnachfolgerin Maya Haderlapp hielt. Und wer weiß, vielleicht wird es in 4 Jahren ja so weitergehen. Zunächst aber freue ich mich auf die Laudatio von Josef Vogel und übergebe ihm das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Mauch, sehr geehrter Herr von Blomberg, sehr geehrter Herr Stressle, sehr geehrte Damen und Herren und natürlich lieber Jonas Lüscher. Die beiden Exemplare liegen mit ihrem Ankommen auf der Welt genau 60 Jahre voneinander entfernt. Bei konventioneller Zählung der Generationen könnten sie sich also wie Großvater und Enkel zueinander verhalten und irgendwie verwandt scheinen sie ja zu sein. Denn wie sich der eine 1957 im Jahr seines Erscheinens
durch den Aufschwung von Kybernetik und Information, von Automatisierung und der Gnade von Feedbackschleifen getragen sah, strebte der andere 2017 den neuen Kultstätten der digitalen Lebensform im Silicon Valley zu. Was sie lose verbindet, ist der Leitspruch, Sie haben schon gehört, einer Theodizee, mit der die ordnende Hand Gottes in den Geist der Rechner und Maschinenparks gefahren sein soll. Was sie verbindet, ist eine Mischung aus trotzigem Optimismus und talentierter Selbstverfehlung, mit der die Anstrengung, den Lauf des Lebens restlos in Rechnung und Ratio aufgehen zu lassen, gerade das Unkalkulierbare mit neuer Macht beschwor. Für beide haben sich Welt und Wirklichkeit darum zu jenem Rest aufgetürmt, der ihnen dann schließlich auch gegeben wurde. Sie ahnen es, der eine hieß Mr. Faber und wurde Homo genannt, der zweite wurde Richard getauft und hat den ebenso sprechenden Namen Kraft erhalten. Was von Homo Faber Max Frisch aus dem Jahr 1957 zu Jonas Lüschers Roman Kraft von 2017 herüberreicht, soll aber nicht einfach in Figurenverwandtschaft und scheiternden Lebensordnungslehren ausgemacht werden. Und noch weniger möchte ich behaupten, der Schweizer Autor Jonas Lüscher sollte sich irgendwie und wenigstens für heute an diesem Tag in die Rolle des Enkels des Schweizer Autors Max Frisch einfühlen. Ich will auf etwas anderes hinaus. Was von der Stafette der Generationen, von älteren Autoren zu den jüngeren weitergegeben wird, sind nicht literarische Rezepte oder ästhetische Vorlieben. Im wandernden Staffelstab von großen Erzählern zu großen Erzählern werden vielmehr Anliegen transportiert, Problemstellungen und nicht zuletzt die Frage, wie genau sich die jeweilige Zeit in Erzählungen fassen lässt. Was weitergegeben wird, ist das Anliegen der Gegenwart. Es betrifft das Reale ihrer Realität und den dazugehörigen Realismus der Narration. Ganz in diesem Sinne hat Jonas Lüscher mit der ihm eigenen Bescheidenheit einmal bemerkt, sein literarisches Schreiben sei dem Schreiben nicht um des Schreibens willen verfallen, sondern stets einem Schreiben über verpflichtet und gerade darum von tiefen Zweifeln und Selbstzweifeln umstellt. Denn mit diesem Schreiben über ist Jonas Lüscher vor einigen Jahren nicht nur aus der Philosophie heraus und in die Literatur hineingegangen. In diesem Schreiben über ist vielmehr ein literarisches Programm, eine stringente Erzählmethode enthalten, die sich gerade das Schreiben nicht leicht macht und ganz konsequent einer mehrfachen Fragwürdigkeit stellt. Der Frage, wie sich mit Wörtern und Sätzen das fassen lässt, was da draußen in der Welt passiert. Der Frage, woraus diese Außenwelt denn besteht, wie sie funktioniert und was sie zusammenhält. Und der Frage schließlich, was das Erzählen diesem Außen abbringen kann, was das Erzählen selbst aufbietet, wie es sich dadurch hier und jetzt zu rechtfertigen vermag. So hat Jonas Lüscher von seiner ersten Novelle »Frühling der Barbaren« über Kraft bis hin zu seinen Essays, Kurzgeschichten und Poetikvorlesungen keinen Zweifel daran gelassen, dass sich das Erzählen zunächst von jenen Mächten herausgefordert sieht, die sich immer wieder von Neuem anschicken, Welt und Wirklichkeit und somit auch deren Erzählbarkeit zu beherrschen. Nicht von ungefähr setzt er darum die Untersuchung mancher großer Realisten, man könnte an Gottfried Keller denken, unter veränderten Vorzeichen fort und recherchiert die Spuren eines ökonomischen Imperialismus, der die Alltagswelt ausrüstet, Lebensläufe dirigiert, Beziehungen einfärbt, Wirklichkeiten uniformiert und seine eigenen Monomythen, wie Jonas Lüscher das nennt, hervorgebracht hat. Erzählungen vom Ende der Geschichte, von den Segnungen des Markts und des Wettbewerbs, vom Kapitalismus als bester aller möglichen Wirtschaftswelten, von den Erlösungsversprechen der neuen digitalen Industrie. Damit sind die politischen und ökonomischen Achsenverschiebungen der letzten Jahrzehnte in den Blick gerückt, mit denen sich die erzählten Figuren Jonas Lüschers selbst als Charaktermasken ihrer eigenen Lebenswelt erleiden müssen und die Schauplätze des Erzählens sich zu Spielorten eines jüngsten kapitalistischen Welttheaters verwandeln. Sei es eine Jeunesse Dorée aus den Banken und Investmentfonds der Londoner City, die sich zum Totentanz in einem Luxusresort mitten in der tunesischen Wüste zusammenfinden, sei es
der kalifornische Sonnen- und Silikonbezirk, in dem sich die Gespenster von Reagan, Thatcher, Milton Friedman, Rumsfeld, Peter Thiel zur Heimsuchung eines gläubigen deutschen Neoliberalen und Rhetorikprofessors verabredet haben. Jonas Lüschers Erzähltexte verwalten ihre Figuren nicht, sie bedrängen sie vielmehr. Sie treiben sie in die Komik kognitiver Dissonanzen, ertappen sie bei verzweifelter Selbstindoktrinierung, sie lassen sie sich selber verkennen und entgleiten. Hinter den Personen und Charakteren werden die Apparaturen kenntlich, durch die sie hervorgebracht werden. Wie Max Frischs Roman dem Weltverlust eines technokratischen Zeitalters verkörpert im Ingenieur Walter Faber einen unbequemen narrativen Weltüberschuss entgegengehalten hat, so sammelt sich auch bei Jonas Lüscher eine erzählerische Energie, welche gegen die ideologische Weltarmut oder Anämie seiner Protagonisten anzutreten vermag. Die Kraft der Erzählung wird durch den Untergang ihrer Pseudohelden ratifiziert. Und diese literarische List oder vielleicht sogar Bosheit verweist auf einen experimentellen Realismus, der sich nicht einfach um die Feststellung einer Wirklichkeit bemüht. Er praktiziert vielmehr deren Entstellung, er verkompliziert die Welt und wühlt unter den herumliegenden Gegebenheiten die unerledigten Fragen auf. Während Technofantasien und Marktmodelle an der Abschaffung von Weltwiderstand arbeiten, bietet Jonas Lüschers experimenteller Realismus umgekehrt Proben auf die Resistenz einer Weltvielfalt an. Darum sieht dieses Erzählen auch von allen Regeln oder Gesetzmäßigkeiten ab, die dem Wirklichen die Gunst einer gewissen Einförmigkeit oder Berechenbarkeit unterstellen. Das Erzählen opponiert gegen systemische Blendungen aller Art. Es präpariert den Einzelfall, folgt dessen Umständen und Umständlichkeiten, gerät notgedrungen vom Hundertste ins Tausendste, konzentriert sich auf die unscharfen Ränder von Dingen, Wesen und Ereignissen. Es steuert auf eine im Werden begriffene Wirklichkeit zu und weiß, dass man stets nur eine Variante von Variationen zu erzählen vermag, ohne Endgültigkeitsideen. Das erzählerische Ethos ist Ironie, also eine Ahnung von der Beschränktheit des Worts und der Fülle der Welt. Man muss nur, sagte Franz Kafka einmal, eine Handvoll Welt nehmen und genauer ansehen. Darum ist der verlässlichste Erzähler bei Jonas Lüscher auch derjenige, der seinen Lesern alles andere als Zuverlässigkeit verspricht. Dies ist im Erzählergeschehen aus dem Frühling der Barbaren passiert. Mit einem Erzähler, der über die Kieswege eines Anstaltsgartens hinweg die Erzählungen eines Erzählers begleitet, wiedererzählt, kommentiert und korrigiert, um dann selbst wiederum von einem weiteren Erzähler ergänzt, übertroffen oder korrigiert zu werden. Es gibt die verlässliche Erzählstimme und die damit verbundene Wirklichkeitsgarantie nicht. Zwischen Anstaltsmauern und tunesischer Wüste vollzieht sich ein narratives Experiment, mit dem die unausgeschöpften Möglichkeiten des Realen und die Erzählbarkeit eines Finanzcrashs gleichermaßen ausgetestet werden. Genres wie die Novelle oder der Roman funktionieren bei Jonas Lüscher darum wie eine zarte Membran, über die die erzählten Geschichten mit der Unübersichtlichkeit der Geschichte kommunizieren. Einer von Klischees und abgepackten Erzählformeln beherrschten Welt wird das Erzählerische also von Erzählern abgerungen, die sich in ihrem Fabulieren selbst nicht immer beherrschen können. Und man könnte in diesem Kunststück, in dieser narrativen Artistik auch eine literarische Erkenntnisleistung besonderer Art verzeichnen. Das Erzählen erzeugt nämlich jenes Milieu, indem das Ereignis, die Kontingenz, dem auch anders Möglichen oder der Drift des Zufalls zu ihren Rechten verhilft. Und wahrscheinlich berührt sich hierin die Gegenwärtigkeit der Literatur auch mit ihrer langen und unvergänglichen Vergangenheit. Die erzählerische Macht erweist sich demnach als eine analytische im wörtlichen Sinn, mit der Jonas Lüscher in seinen Prosawerken aktuelle Auflösungsprozesse fortgeschrieben hat.
Dies prägt eine eigentümliche epische Neigung, welche eine bürgerliche und zur Prosa geordnete Wirklichkeit nach Hegels berühmter Formulierung in eine Zone von Gefahren und Beschwernissen stößt und ins Schicksalshafte eskalieren lässt. Dabei geht es nicht nur darum, wie sich etwa die Mysterien des jüngsten Finanzkapitals in Szenen elementarer oder barbarischer Gewalt verwandeln. Ähnlich wie der Homo Faber oder der Technomann einst über einen archaischen, nämlich ödipalen Fehltritt gestürzt war, bricht auch bei Jonas Lüscher durch die Glätte und die Gewöhnlichkeit der zivilen Weltausstattung zuweilen eine ungezähmte Ereignismasse herein. Der Einzelne ist dann, wie in der einsamen Irrfahrt Richard Krafts durch das Schwemmland vor der Küste Kaliforniens, nackt, ausgesetzt von Fatalitäten, vom Scheitern und vom Entsetzen über seine eigene Endlichkeit bedrängt. Einzigartig ist dieses Erzählen allerdings auch durch eine unbändige Lust, mit der es sich zuweilen selbst befeuert, alle Hemmung verliert, Einfälle auf Einfälle häuft und dann mit Selbstüberbietungen ins literarisch Groteske hinaufwächst. Man möchte dabei an den Kampf mit einer ungerührten amerikanischen Grenzpolizistin samt Spürhund um einen nachhaltigen Mortadella-Geruch im Reisegepäck denken. Oder an ein kalifornisches Macaroni-Cheese-Essen, in dem aus der käsigen Röhrennudel ein komplizierter Tisch und Teller Slapstick und aus diesem eine Expertise über neue libertäre Offshore-Communities hervorgetrieben wird. Und ganz besonders möchte ich in diesem Zusammenhang Jonas Lüscher für jene Passagen bedanken, in denen man sich mit seinem eigenen Gelächter oder dem seiner Figuren verbünden darf. Sei es dort, wo eine spröde Biologin beim getragenen Ton von Ernst Jüngers auf den Marmorklippen vor Lachen durchgeschüttelt wird, oder ebenfalls in Kraft an all jenen Stellen, in denen der visionäre Kitsch aus dem Silicon Valley bemerkenswert und bedeutend geworden nur durch seine kapitalgetriebene Aufblähung wie ein angestochenes Soufflé in sich zusammenfällt. Damit werden aber nicht selten auch äußerste Extreme miteinander verklammert. So sehr größte Gefahr, Unfälle, Todesnähe, Gewaltexzesse sich im Gestaltungsbezirk des Grotesken oder Burlesken wiederfinden, so wenig schließt die Komik des Scheiterns eine direkte Empathie für Missgeschicke aller Art aus. Erzählen ist nicht neutral. Nimmt man etwa den reichen Erben, dem passiven Fabulierer und Anstaltsinsassen Preising aus dem Frühling der Barbaren oder den großen Schwafler Kraft vor die Leseraugen, dann wird man gleichzeitig und gleich stark in zwei unterschiedliche Richtungen gezogen. Während man einerseits dem Zerbrechen von Panzerungen und Charaktermasken doch einigermaßen distanziert und neugierig zusehen kann, lassen einen auf der anderen Seite die Schrecken einer verwundeten Kreatur nicht kalt. Das sensible Erzählorgan Jonas Lüschers macht damit aus seinem Leser und aus seiner Leserin ein problematisches, sich selbst problematisierendes Geschöpf. Das kühle Erstaunen über manche Erbärmlichkeit seiner Protagonisten schlägt eben dann nicht in Verurteilung oder Urteilslust, sondern in tiefstes Erbarmen. Es prägt die ethische Unbestechlichkeit dieser Literatur, dass sie leichtfertige Urteilsreflexe blockiert und die Spielräume kritischer Distanz mit der Bindekraft solidarischer Teilhabe kombiniert. Mit dieser Wendung hat sich Jonas Lüschers Prosa mit gutem Recht auf die Seite einer engagierten Literatur geschlagen und deren Einsatzbereich produktiv definiert. Denn für Jonas Lüscher, der in seinen Essays die pointierende öffentliche Stellungnahme nicht scheut, sondern bedeutet Engagement weder Gesinnung noch bloße Parteinahme oder Urteilsmacht, sondern ganz wörtlich Verpflichtung. Erzählen ist der konkreten Sache und jenen Sachverhalten verpflichtet,
denen es notgedrungen nicht entkommt, also den politischen und ökonomischen Kräften, die das Reale unserer Wirklichkeit hervorgebracht haben. Und vielleicht könnte man in Abwandlung eines Satzes von Jean-Paul Sartre hinzufügen: Niemand sollte auch nur einen Moment glauben, man könnte einen guten Roman zum Lobe des Kapitalismus schreiben. Gute Erzählungen jedenfalls sind herausragende und engagierte Expertisen über den Lauf und die Lage der gegenwärtigen Welt. Und Jonas Lüscher ist ihr herausragender Vertreter. Und Sie haben bemerkt, dass aus Respekt vor diesem Werk meine Stimme bereits versagt. Ich wünsche die Jury zu ihrer Entscheidung und ich gratuliere Jonas Lüschers von ganzem Herzen zur Auszeichnung mit dem Max-Frisch-Preis der Stadt Zürich. Jonas, ich glaube, du bist an der Reihe. So, ich wollte mich hier. Ja. Wollen Sie etwas sagen oder soll ich das? Ich öffne jetzt mal den Umschlag und schaue, ob da auch wirklich Jonas Lüscher drinsteht. Das ist der Fall. Und ich verlese die Begründung der Jury. Die lautet: Jonas Lüscher vermag in seinen Romanen und Essays die großen Fragen von Politik und Gesellschaft auf literarisch bezwingende Weise zu gestalten. Seien es Fragen der Globalisierung, die er auf engstem Raum erzählerisch verdichtet, seien es Fragen der Ideologie, die er in ihren inneren Widersprüchlichkeiten vorführt, oder seien es Fragen des Populismus, die er aus unterschiedlichsten Perspektiven angeht. In einer Zeit, in der sich die gesellschaftlichen Spaltungen vertiefen, setzt sein Werk auf Dialog und Diskurs und auf die vermittelnde Macht der Fiktion. Herzliche Gratulation. Aber die Übergabe erfolgt jetzt durch die Stadtpräsidentin. Danke Ihnen. Liebe Stadtpräsidentin Corinne Mauch, liebe Jury, lieber Benjamin von Blomberg, lieber Josef, liebe Ennis, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Anwesende. Ich habe sehr zu danken und ich habe vielen zu danken. Dir, Josef, für dein Nachdenken über mein Schreiben, für die Worte, die du dafür gefunden hast und überhaupt für deine Bereitschaft, mir hier diesen Freundschaftsdienst zu tun. Ihnen, liebe Jury, danke ich dafür, dass Sie mein Schreiben in der Tradition Max Frischs verstehen. Das ist mir eine große Ehre und eine Freude. Ihnen, liebe Stadtpräsidentin, vor allem aber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Zürich, die Sie vertreten, habe ich für diesen großzügigen Preis zu danken, der mir Verpflichtung sein wird, weiterzumachen. Ich habe natürlich ganz vielen weiteren zu danken, Familie, Freundinnen, Freunden, meinem Lektor Martin Hilscher, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Verlages, Kolleginnen und Kollegen, den Lebenden und den Toten, deren Bücher mir Inspiration sind, meinen Übersetzerinnen und Übersetzern, Lehrerinnen und Lehrern, die mir geholfen haben, der zu werden, der ich heute bin. Kurzum,
allen, die am Gelingen meines Lebens und am Entstehen meiner Bücher einen Anteil haben. Es sind deren viel zu viele, als dass ich sie alle beim Namen nennen könnte, aber ich bin mir sicher, die Gemeinden wissen, dass sie gemeint sind. Sie, liebe Jury, haben mich mit Ihrer Wahl also irgendwie in die literarische Nachkommenschaft von Max Frisch gereiht. Es entspricht der Tradition, dass man als solche Art Geehrter die Ehre in einer gegenläufigen Bewegung, als ihre zu viel von sich weist, und trotzdem zu erklären versucht, weshalb sich die Jury natürlich nicht in einem getäuscht hat und inwiefern man sich tatsächlich mit dem Namensgeber des jeweiligen Preises verbunden fühlt. Beim Wort Namensgeber muss man fast auf das Femininum verzichten. So in der Überzahl sind die männlichen Namensgeber von Literaturpreisen. Und das ist vielleicht gerade der richtige Moment, mein Bedauern darüber zum Ausdruck zu bringen, dass heute viele Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen, nicht im Publikum sitzen. Allerdings mit gutem Grund. Es findet nämlich zeitgleich in Bern das Symposium Frauen im Literaturbetrieb statt. Sie haben also wirklich Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel einen Preis zu gründen mit einem weiblichen Namensgeberin. Der erste mit dieser Tradition kommenden Aufgabe entledige ich mich, indem ich erkläre, es gelte für alles von mir heute Gesagte, dass es in aller Bescheidenheit gemeint sei, um mich somit gegen den Verdacht der Selbstüberschätzung imprägniert der zweiten Aufgabe zuzuwenden, indem ich direkt an Frischs Büchnerpreisrede anschließe, und zwar an deren letzten Satz. Es sei eine Resignation, sagte Frisch, der damals ungefähr so alt war, wie ich es heute bin, an jenem 8. November 1958 auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Es sei aber eine kombattante Resignation, was sie verbinde, ihn und Büchner. Sie merken schon, was ich hier versuche. Ich verlängere die Linie gerade mehr oder weniger elegant bis zu Büchner und bewerbe mich ganz en passant für den nächsten Preis. Aber wie versprochen, in aller Bescheidenheit. Es verbinde sie also eine kombattante Resignation, ein individuelles Engagement an die Wahrhaftigkeit, der Versuch, Kunst zu machen, die nicht national und nicht international, sondern mehr sei, nämlich ein immer wieder zu leistender Bann gegen die Abstraktion, gegen die Ideologie und ihre tödlichen Fronten, die nicht bekämpft werden könnten mit dem Todesmut des Einzelnen. Sie könnten nur zersetzt werden durch die Arbeit jedes Einzelnen an seinem Ort. Es ist nun heute eine andere Zeit mit anderen Umständen, um über die tödlichen Fronten der Ideologie zu sprechen. Denn diese ideologischen Fronten manifestieren sich seit dem 24. Februar auf ukrainischem Boden, in den nackten Tatsachen eines Angriffskrieges. Und dort, so wird uns erzählt, kämpfen tatsächlich Soldaten mit dem Todesmut des Einzelnen. Und mancher hört sie gern, diese Erzählung. Sie weitete einem so heroisch die Brust. Aber weil mich beim leisesten Geruch des Heroischen die Skepsis befällt, drängen sich mir Tucholskys Worte auf, der seinem Freund Bleisch aus den Schützengräben des Ersten Weltkrieges schrieb, es hacke sich die Menschheit durch Fleisch und Blut einen Weg der Idee durch lebendige Menschen. In den Fibeln lese sich das nachher recht hübsch, man dürfe nur nicht dabei sein. Nicht dabei sein, in der Tat, wer wollte dabei sein beim Hacken durch Fleisch und Blut durch lebendige Menschen? Als Schriftsteller hätte man zumindest Vorbilder. Und deswegen ist die Frage keine rhetorische. Hätten Sie mich gefragt, weshalb ich der Miliz beigetreten sei, schrieb Orwell in seinen Erinnerungen an Katalonien, so hätte ich antworten müssen, um gegen den Faschismus zu kämpfen. Das wäre heute eine so gute Antwort, wie sie es damals war, aber natürlich nicht, was Frisch als kombattante Resignation verstand. Ein individuelles Engagement an die Wahrhaftigkeit, nicht ein individuelles Engagement an die Wehrhaftigkeit war es, was er als Verbindendes zwischen sich und Büchner ausmachte. Wer schreibt, schießt nicht. Und wer schießt, schreibt nicht. Das ist leider kein Argument, das eine oder das andere zu tun oder zu lassen. Und überhaupt hat nicht Orwell das eine getan und das andere nicht gelassen. So einfach, das haben wir in den letzten Wochen schmerzhaft realisiert, sind die Verhältnisse nicht. Eines aber scheint mir ziemlich klar. Wenn wir schon schreiben, dann wenigstens keine Fibeln. Lehr- und Handbücher zielen auf Eindeutigkeit ab, auf Abstraktion und Reduktion von Komplexität.
Damit sind sie das Gegenteil von Literatur. In den Fibeln sollen Fragen beantwortet, nicht aufgeworfen werden. Ihr Metier ist das Allgemeine, nicht der Einzelfall, ihr Thema die Regel, nicht der Zufall. Ideologien zersetzt man aber mit dem Beharren auf dem Einzelfall, mit dem immer wieder zu leistenden Bann gegen die Abstraktion und vor allem aber hält man der Ideologie den Zweifel entgegen. Den Zweifel an den abgeschlossenen Vokabularen, die Skepsis gegenüber dem trüben Bodensatz der zur Sprichwörtlichkeit sedimentierten Metaphern, das Misstrauen gegenüber dem gesunden Menschenverstand, die Zurückhaltung im Urteil, den Argwohn angesichts der Eindeutigkeit und die Abscheu vor den Monomythen, jenen Geschichten, die keine anderen neben sich gelten lassen. Kurz, man zersetzt das grob aus dem Stein der vermeintlich ewig Wahrheiten gemeißelte, das mit dem Wind der Geschichte parfümierte, das mit dem verknöcherten Reptilienpanzer des Maskulinismus gegürtete, das mit priesterlichem Muff daherkommende, mit ständig nagendem Zweifel. Das alles, meine Damen und Herren, ich weiß es natürlich, sind keine erbaulichen Themen. Sie dämpfen die festliche Stimmung. Aber es ist mir in diesen Tagen auch wenig feierlich zumute. Zumindest war es mir das nicht, als ich in den letzten Wochen an meinem Schreibtisch saß und darüber nachdachte, was ich Ihnen heute im Geiste Frischs zu sagen hätte. Aber wenn man vom Redner Frisch eines lernen kann, dann die unangenehmen Tatsachen nicht zu verschweigen, auch auf die Gefahr hin, die festliche Stimmung zu stören. Darum, Sie werden es erdulden müssen, weiter im Text. Am Ende der Aufklärung steht das goldene Kalb, konstatierte ein müder Max Frisch 1986 in Solothurn. Das war und ist natürlich unbestreitbar eine richtige Feststellung, zumindest was das goldene Kalb betrifft. Aber am Ende waren wir in jenen mittleren 80er Jahren noch lange nicht. Weder am Ende der Aufklärung noch am Ende der Geschichte. Vielleicht die lässliche Sünde eines bedeutenden Mannes, der mit dem Herannahen des eigenen Endes noch ganz anderes, größeres enden sieht. Aber eines wusste Frisch. Ältere Herren neigen dazu, sich manchmal zu irren. Nicht nur, wenn sie Geiser heißen. Der Mensch erscheint natürlich nicht im Holozän, aber er verschwindet, das ist mit aller Ernsthaftigkeit zu befürchten, im Anthropozän. Das drohende Ende der Menschheit durch Selbstvernichtung, das ist beileibe kein neues Sujet. Wobei ich hier im Sinne des eben geforderten Zweifels am eingeübten Vokabular die Frage stellen muss, ob wir dieser Menschheit nicht etwas zu verlieren fürchten, das nie existiert hat. Weil wir eine ethische Gemeinschaft, die den Namen Menschheit verdient hätte, gar noch nicht realisiert haben. Es droht aber zumindest der prinzipielle Verlust der Hoffnung auf die zukünftige Realisierung einer solchen Menschengemeinschaft. Das ist seit Hiroshima die Realität, mit der wir leben und die auch Frisch, wie alle seine Zeitgenossen, beschäftigt hat. Einer dieser Zeitgenossen war Günther Anders, der als einer der ersten begriffen haben mag, was für ein grundstürzendes Ereignis diese neue Realität darstellte. Die Frage Sein oder Nichtsein, Herr Hamlet, so Anders in einem Gespräch 1979, hat heute erst ihren Sinn. Das Akronym für die gegenseitige zugesicherte Vernichtung, das Konzept, welches uns in den letzten 70 Jahren vor der Auslöschung bewahrt hat, im Englischen Mutual Assured Destruction, lautet MAD. Das ist natürlich nicht nur Ausdruck des seltsamen Humors der Strangelovian Scientists, sondern ein deutlicher Hinweis darauf, unter welcher Prämisse des Wahnsinns eigentlich unser aller Leben tagtäglich und erstaunlicher wie auch erfreulicherweise überhaupt noch stattfindet. Wir haben ganz gut gelernt, diesen Wahnsinn als Rationalität zu verstehen. Für ein paar Jahrzehnte sogar schlich sich das beruhigende Gefühl der Normalität ein. Bis im Weißen Haus die Irrationalität Einzug hielt und bis, es ist erst einige Wochen her, Putin uns mit der rational kalkulierten Drohung irrationalen Handelns in die Realität zurückholte. Manchmal fürchte ich, es wird unsere Unfähigkeit sein, uns auf zwei Dinge gleichzeitig zu fokussieren oder unsere noch größere Unfähigkeit, die nötigen Zusammenhänge zwischen zwei Themen herzustellen, die unser Ende besiegeln werden. Sind es doch gerade diese neuesten Ereignisse, die in den Hintergrund drängen, dass sich zur Bedrohung der atomaren Selbstauslöschung längst eine zweite gesellt hat. Die drohende Klimakatastrophe ist zwar eine Bedrohung ganz anderer Art, aber das Endergebnis, im schlimmsten Fall, zumindest aus anthropozentrischer Perspektive, ungefähr dasselbe. Deswegen
lässt sich auch in diesem Fall auf Günther Anders zurückgreifen, der festgestellt hatte, dass mit der drohenden Möglichkeit der Selbstvernichtung des Menschen die Differenz zwischen Ontologie und Ethik zerreißt. Das ist sogar eine so präzise Beschreibung unserer Gegenwart, wie es sich Anders kaum hatte vorstellen können. Unter den Bedingungen der drohenden Klimakatastrophe braucht es, genauso wie es das unter den Bedingungen der drohenden atomaren Auslöschung brauchte, eine neue Form der Rationalität. Die Frage, was der Sinn des Daseins sein könnte, stellt sich neu, als doppelte kollektive Frage. Als die Frage nach dem überhaupt noch Dasein und als Frage nach dem überhaupt noch Dasein des Seins in der Zukunft. Sind Sie sicher, formulierte Frisch diese Frage, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und all Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert? Kaum eine von Frischs Fragen führt so in die Dunkelheit wie diese. Und keine andere müsste doch, im Geiste der Humanität, der eben jene Hoffnung auf eine ethische Gemeinschaft der Menschen verkörpert, die mit vollem Recht als Menschheit bezeichnet werden könnte, mit einem so klaren Ja beantwortet werden. Also, Ontologie und Ethik fallen in eins und Ja zu Humanität. Aber was bedeutet das für das Leben, für das Schreiben, für die Lebensform Schreiben? Es bedeutet erstens, dass die Frage der Lebensführung zu einer Frage des Überlebens wird. Nicht unbedingt für das eigene Überleben. Und das macht die Sache so schwierig, weil nicht jeder auf Frischs Frage nach der Haltung des Menschengeschlechts mit Ja antworten will, sondern eine für das Überleben kommender Generationen und fremder Menschen. Ernährungsgewohnheiten, Ferienflüge, Raumtemperatur, Konsumverhalten, Arbeitswege, alles, soweit haben wir es kommen lassen, ist eine Frage des Überlebens. Das ist, und wer nicht allzu hartleibig ist, spürt es deutlich und täglich keine sehr entspannte Grundlage, weder für die individuelle Existenz noch für das gesellschaftliche Zusammenleben. Anstrengend ist das. Und es zwingt uns, diesen vulgären Begriff von Freiheit, der allerorten wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird, zu überdenken. Was aber nun können Schreibende in dieser Lage beitragen, außer in schwärzesten Farben das Unheil zu beschwören? Die Tatsache, dass, wie Frederick Jameson in Seeds of Time festgestellt hat, wir uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können, lässt sich auch als Krise der Fantasie lesen. Schön blöd wären wir Schreibenden, wenn wir Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzähler, die wir nicht nur, aber eben vorrangig doch sind, es uns in dieser Lücke nicht unbehaglich einrichteten. An uns ist es doch, Geschichten zu erzählen von der Möglichkeit eines gelingenden Lebens in möglichen Zukünften, anknüpfend an die romantische Idee, es sei die Fantasie, die der Vernunft ihren Pfad leuchte. Auf den Zusammenbruch aller Beweise lesen wir bei René Char, Poet et Résistant, antwortet der Schriftsteller mit einer Salve Zukunft. Wer Zukunft verspricht, verspricht unter den gegenwärtigen Bedingungen Hoffnung. Ein Aufruf zur Hoffnung, und jetzt bin ich bei zweitens und wieder bei Max Frisch, sei, so dieser, ein Aufruf zum Widerstand. Zum Widerstand, Sie haben richtig gehört. Kein besonders gern gehörtes Wort. Besonders hierzulande nicht, kommt doch der Widerstand ganz ungelegen, eine Nuisance unverschämtester Natur. Widerstand nach außen, das ja, das gebietet ja schon die helvetische Tradition. Aber Widerstand von innen, Widerspruch gegen die eigene Lebensführung, das verbitten wir uns dann doch. Aber auch anderorts ist der Widerstand nicht wohlgelitten. Vor kurzem hat es der deutsche Bundeskanzler fertiggebracht, Klimademonstrantinnen und Klimademonstranten, die es gewagt hatten, seine Diskussionsrunde am Katholikentag zu stören, in unerträglicher Infamie mit Braunhemden zu vergleichen und ihre Sorge als inszenierte, eingeübte Haltung zu diffamieren. Weniger Anlass zur Hoffnung hat schon lange kein deutscher Politiker gegeben. Sein Pech nur, ebenso wie aus dem Aufruf zur Hoffnung die Pflicht zum Widerstand erwächst, so erwächst sie erst recht aus dieser Kleingeistigkeit, und zwar mit Wut. Die Tobsucht ist das Wissen, dass Stillstand der Tod ist und im Wüten die Rettung liegt. Dieser Satz findet sich nicht bei Frisch. Geschrieben hat ihn Annie Smarchi, meine geschätzte Mitpreisträgerin, die sowieso einiges zum Widerstand zu sagen hat. Und weil sie mir mit diesem Preis hier, der als Förder- und Hauptpreis verliehen wird, sozusagen die Seniorität zugesprochen haben, erlaube ich mir zum Ausdruck zu bringen,
dass sich meine Hoffnung auch daraus speist, aus den folgenden Generationen, ihrer Wut und ihrem Widerstandsgeist. Das entlässt mich natürlich nicht aus der Pflicht und nicht ins Bestellen meines Gartens, denn ich habe es heute mit Frisch oft genug gesagt, Hoffnung ist die Pflicht zum Widerstand. Und sonst? Woraus erwächst eigentlich sonst meine Hoffnung? Ein letztes Zitat. Meine Fragen sind, wer ist noch da, wo sind sie und mit wem kann ich mich verbünden? Warum sind viele weg und wo findet man sie wieder? Und was macht man mit den anderen, die auch noch da sind, mit denen man aber nichts anfangen will? Die Herstellung solcher Beziehungen ermöglicht erst ein politisches Handeln. Das ist wieder nicht von Frisch. Gesagt hat das Dorothee Elmiger in einem Interview 2010. Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, Verbündete zu finden, Schwestern und Brüder im Geiste, und dass aus einigen dieser Verbündeten Freunde werden und dass aus der Gemeinschaft das politische Handeln erwächst. Die Tatsache, dass wir nicht allein sind in diesen furchterregenden Zeiten, daraus speist sich ganz besonders meine Hoffnung. Und weil ich mich heute bereits zur romantischen Idee bekannt habe, die Fantasie bahne der Vernunft ihren Pfad, bekenne ich mich, und Sie dürfen annehmen, dass sich dieses Bekenntnis aus glücklicher Erfahrung speist, auch noch in ganz anderer Hinsicht zur Romantik. Die Vorstellung, dass irgendwann, irgendwo zwei Menschen sich lieben werden, ist mir Grund genug, auf das Überleben des Menschengeschlechts zu hoffen. Ich danke Ihnen. Schöne Lieder, die träge ich zu den Leuten.
gehört die Welt. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrats, liebe Gäste, liebe Elis Maci. Es haben sich mir, als ich in den vergangenen Wochen alle möglichen Texte von Elis Maci noch einmal gelesen habe, immer neue Anfänge gezeigt, immer neue Einstiege, 1000 Öffnungen, durch die ich sofort gehen, Abzweigungen, die ich ohne mit der Wimper zu zucken nehmen wollte. Über allen Absätzen blinkten Neonschilder, offen. Ständig stieß ich auf Stellen, mit denen ich anfangen wollte, von denen ich dachte, es ließe sich unbedingt etwas anfangen mit ihnen. Und ich markierte sie also, jede von ihnen, als Ausgangspunkt für diese Rede. Stellen, die sich wie automatische Schiebetüren auftun und den Weg freigeben würden in das weite Feld oder Netz hinein, das Elis Macis Texte aufspannen. Ich wollte mit diesem Satz aus dem Eiscafé Europa beginnen. Das Erzeugen einer brutal guten Einfachheit gelingt nicht, ohne brutal zu sein gegen das Gute. Ich wollte in den Crystal-Dörfern Frankens beginnen, mit der Wimperntusche der Postergirls der identitären Bewegung, mit dem Widerstand der Nonne oder der albanischen Tante. Ich wollte auf der Treppe der Valhalla anfangen oder in der Miracle Lounge, in der in Wunder die mit 23 Jahren auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg begrabene Sexarbeiterin und Pornodarstellerin Cora Woznica und die auf der Flucht aus Kuwait in Bangkok festgehaltene 18-jährige Rahaf Mohammed irgendwie zusammentreffen. Mit diesem für das Schreiben von Elis Maci geradezu beispielhaften Ort wollte ich beginnen, wo die Autorin im gedämpften Licht aus den von den Heiligen und ihrem Wunderwirken handelnden Mirakelbüchern zitiert und zugleich die Innenausstattung der für das Leben im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts so prima eingerichteten Lounge eigenhändig auseinanderbaut, um dann die Einzelteile nach ihrem Potenzial zu sortieren. Stattdessen die schlichte Beobachtung, dass jeder Absatz, wenn eine denn will, einen Eingang in den Text darstellt. Eine Beobachtung, die die Struktur oder besser die Bewegung dieser Essays und Stücke betrifft. Und es ist diese Bewegung, die das Schreiben Elis Macis auf so seltsam wie schöne Weise richtig gut macht. Diesem Schreiben geht es weniger um eine vollständige Aufschlüsselung der Welt oder unserer Gegenwart. Denn mit der Aufschlüsselung, mit der Enthüllung verschwindet auch das Geheimnis. Wenn ich kein Geheimnis mehr habe, schreibt Maci im Essay über Geheimnisse, Plädoyer, wenn ich kein Geheimnis mehr habe, wenigstens eines, das ich perspektivisch irgendwann einmal mit dir teilen könnte, gleichsam ein Ass im Ärmel, dann kann ich gehen. Vielmehr geht es diesem Schreiben um neue Routen, um aufschlussreiche Verlinkungen, um das Freilegen verschütteter, bestrittener Verbindungen. Es geht ihm darum, zu zeigen, wie manchmal die eihautzarte Trennwand zwischen hier und dort zerbirst, wie es im Essay Inseln heißt, wo sie dann in dem Moment zerbirst, als der als Kind aus Ghana nach Deutschland gekommene und dort von weißen Deutschen adoptierte Sternekoch Nelson Müller für seine TV-Sendung nach Ghana reist und sich dort in einer ebenfalls von einem weißen Deutschen geführten Fabrik von einem ghanaischen Arbeiter zeigen lässt, wie eine Kokosnuss mit der Machete zu bearbeiten ist. Der Text als Route kennt Schlaufen, Schlenker, klar, aber im Grunde folgt er stets einer Richtung vorwärts. Eins folgt darin aufs andere, was nicht bedeutet, dass im simplen, kausalen Sinne gefolgert wird. Auf sowas fällt Maci nicht herein. An die in der Fabrik zerborstene Trennwand zwischen hier und dort schließt im nächsten Absatz die Frage an, ob es wohl möglich sei, unter einer Insel hindurchzutauchen. Ein Absatz, der mit der Feststellung schließt,
Die Erdkruste schwimmt auf dem Erdmantel, ihre niedrige Dichte auf seiner höheren, und wir im Ozean schwimmen auf Schwimmendem. Und das passt, denn wenn ich mir die Autorin Marci vorstelle, dann steht sie eigentlich immer mit einer kleinen Schaufel am Ufer irgendeines Flusses und gräbt relativ subversive Kanäle, abzweigende Arme, die einen Teil des Wassers umlenken und sich irgendwann wieder mit Dritten verbinden oder kleine Deltas ausbilden. Sie kratzt aus Interesse an der Erdkruste, sie schaufelt schnell, hat keine Angst, sich die Finger schmutzig zu machen, oder sie surft im Internet. Oder sie liest in einer Enzyklopädie, was in ihrem Fall, dies meine Unterstellung, ungefähr dasselbe ist. Einer der Essays in Eiscafé Europa, der eine ganze Reihe poetologischer Fragen aufwirft, setzt ein mit einem Gespräch an der Wiener Akademie der Künste. Werden uns hier nicht alte Instrumente als neue verkauft, fragt die Schreibende anlässlich eines Konzerts auf umfunktionierten Oboen und den Raum durchspannenden Saiten. Gibt es das genuin Neue überhaupt, antwortet Maslum, besteht das Neue nicht wesentlich in der Kombination bereits bestehender Elemente? Damit gibt sich die Autorin nicht zufrieden, aber, antwortet sie, denk doch bloß an das Theremin. Das Theremin, dieses im Jahr 1920, nur wenige Jahrzehnte nach der Elektrifizierung der Städte erfundene Instrument, das gespielt wird, als halte die Spielerin gespenstische Zwiesprache, eine geheime Zwiesprache des Körpers mit dem unsichtbaren elektromagnetischen Feld, ist eines der Instrumente, das Elektrizität zur Tonerzeugung nutzte. Es wurde bereits gespielt, als in der Schweiz noch nicht einmal die Hälfte der Zugstrecken elektrisch betrieben wurde. Über dieses Theremin schreibt Marci in ihrem Essay, der den Titel »Der Literatur ihr Theremin« trägt, »Die schönsten Dinge«. Natürlich, schreibt sie, muss jedes Schreiben, jeder Versuch, ein Sagbares in die Welt zu setzen, egal wie unwahrscheinlich die Möglichkeit scheint, darauf ausgerichtet sein, der Literatur ihr Theremin zu bauen. Sie schreibt, die Ideologie des reinen Erzählens ist ein Missverständnis, das keine Einzelne aufzuklären vermag. Umso wichtiger, dass jede ihr eigenes, ihr strahlendes, ihr ganz und gar verwirrendes Theremin erträumt, ganz gleich, ob es dann am Ende gebaut wird oder nicht. Sie schreibt, kann man über Leute schreiben, ohne es auch für sie zu tun? Und nur wenn ein Zweifel im Raum ist, wird der Turmbau riskant, also wert, in Angriff genommen zu werden. Die Sache mit dem Theremin ist, glaube ich, die: In seinem Fall wurde nicht nur die Komposition aus einer Gegenwart mit ihren jeweiligen Möglichkeiten und Problemen heraus noch einmal ganz neu gedacht, sondern auch das Instrument selbst, das ja den Rahmen des Möglichen vorgibt. Das ärgerliche und hartnäckige Missverständnis, Texte könnten uns etwas erhellen, solange sie nur bestimmte Themen behandelten, ohne aber auch ihre eigenen formalen Bedingungen, ihre Sprache, ihre Grammatik immer wieder zu überdenken, lässt sich am Beispiel des Theremins verstehen. Denn wie Marci schreibt, die Frage nach dem Thema ist also nicht nur eine inhaltliche. Und diese gewaltige Verstrickung von Form und Inhalt, die ist das Schönste und schwer zu vergessen, auch und gerade, wenn sie fremd ist oder neu, wie jede weiß, die das Theremin kennt. Jenes Netz, das die Welt in den letzten Jahrzehnten auf unerhörte Weise transformiert und in den Griff genommen hat, ist je nach Rechnung nicht viel älter als die Autorin selbst. Und so ist das Theremin, an dem Enis Marci nun baut, folgerichtig eines, das diesem neuen weltweiten Netz entspringt, das sich an ihm abarbeitet und sich zugleich auf seine Möglichkeiten stützt. Die Fallen, in die eine dabei tappen kann, sind zahlreich. Wie kann der Text sich in die akute Gegenwart schmeißen, ohne sich von ihr vereinnahmen zu lassen? Wie kann er ihre Sprache sprechen, ohne ihrer Logik zu verfallen? Wie kann er von jenen Plattformen und Zeichenketten handeln, von denen die Leserin doch sowieso schon die Nase voll hat, und trotzdem ganz neu sein und trotzdem noch ein Geheimnis haben? Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behauptete, ich wüsste es. Aber ich vermute, es hat mit einer Bewegung, mit Beweglichkeit und Tempo zu tun, mit der Fähigkeit, in bekanntem Terrain neue Pfade zu ermitteln. Dieses Theremin der Literatur wird bei Marci nicht mehr nur durch die Bewegung der Hände gespielt.
Die Autorin und ihr Avatar laufen Parcours durch Tumblr-Spiegelkabinette und dunkle deutsche Wälder. Sie steigen ein durch Windows 98, klettern über Gelsenkirchener Barock, landen auf der zerklüfteten Rückseite der Wikipedia, teleportieren sich von der Walhalla zu Sailor Moon und dann zurück ins Wohnzimmer der Jugend oder auf eine Gegendemo in Gelsenkirchen-Erle, wo mit 15 die Wimpern mit Clinic Lash Power getuscht, die Nazis erwartet werden, damit, Zitat, wir sie beschimpfen konnten, diese Psychos, was war eigentlich ihr Problem? So ungefähr habe ich das alles bei Enis Maci gelesen. Form und Inhalt in großer Verstrickung, der Text als zu Papier gebrachter Hypertext, immer nur eine von vielen möglichen Routen durchs Material aufzeigend, aber mit Sicherheit immer die interessanteste. Ich gratuliere dir sehr, liebe Enis. So, ich darf nochmal, also nicht nochmal, sondern zum ersten Mal, die Begründung der Jury vorlesen. Die lautet: Enis Maci nimmt den menschlichen Körper in den Blick und die Bilder, die sich die Gesellschaft von den Geschlechtern macht. Sie schreibt über Gewalt und Befreiung im Staat, in den Familien, in der Literatur und sie blättert die Begriffe auf, bis ihre seltsamen Seiten lesbar werden. Indem sie literarische Tradition mit dem Kosmos des Internets verbinden, sind ihre Texte gleichermaßen gegenwärtig und geschichtsbewusst. Herzliche Gratulation. Sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrates, verehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Leute. Zuerst möchte ich mich sehr herzlich für die Auszeichnung bedanken. Es ist ein Freitagabend im Süden Utahs, als ich beginne, diese Rede zu schreiben. Der Ort heißt Hatch, Schlüpf, wie ein Küken oder eine Forelle oder ein neuer Gedanke. Am Horizont glüht der Fels, selbstgebaute Scheunen, ein kompassnadeldünner Kirchturm. In den Vorgärten Spiel und Werkzeug vom hohen Gras halb verschluckt. Im Coffeeshop wird der nächste Auftritt der Band Fröhliche Heiden angekündigt. Es ist 20.28 Uhr Mountain Standard Time. Reisend notieren, das ist der Versuch einzufangen, wie es war. Keine Protokolle führen wollen. Lieber Skizzen. Max Frischs Tagebücher etwa, der Name ein Trick ist, ein Täuschungsmanöver. Vom tatsächlichen Tagewerk steht hier wenig. Stattdessen das freiwillig nach außen gekehrte, gar nicht mal so intime, das nicht wirklich geheime und doch geheimnisbergende. Im Jahr 1966 schreibt Frisch über den lang verstorbenen Brecht, den er wohl sehr mochte. Brecht muss ein manischer Aufschreiber gewesen sein, machte aber nie diesen Eindruck. Das Gefühl, als Besucher unterbreche man ihn, hatte ich nie. Er machte einen Sessel frei von Papieren oder Büchern, wechselte sofort vom Schreiber zum Zuhörer, zum Frager. Einfangen, wie es war. Und weil es war, ist es anders noch immer. Ein anderer Abend, ein anderer Sommer. Das Jahr ist 2018. Zu dritt bewohnen wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
Einer meiner Mitbewohner arbeitet im Synchronisationsgewerbe. Stundenlang schaut er damals die Kriminalserie Hawaii 5-0, die Gespräche lautlos mit dem Mund mitformt. Er sucht nach dem richtigen Wort für die Bewegung eines anderen. Wieder frisch, brecht auf der Bühne, immer etwas geniert, als gehörte er da nicht hin. Trotzdem sah man die besondere Geste, die er wünschte und die er nicht vormachen konnte, die er eher parodierte. Frisch, der Brecht erinnert und im Erinnern zeigt er sich. Bei Hawaii 5-0 jedenfalls operiert die Hausbank der japanisch-hawaiianischen Mafiosi hinter der Behauptung eines Bonsai-Ladens. Im Lockdown-Herbst würde ich, mittlerweile zu zweit in einer Dreizimmerwohnung lebend, in diesem späteren Herbst würde ich oft an die Kantstraße radeln, um die kleinen Bäume im Schaufenster eines vietnamesischen Floristen zu bestaunen. Der Trick ist der Wurzelschnitt. Frisch, der also ein unklar umrissenes beackert, das sich entziehende Gegenwärtige. Frisch, der von sich sagte, das Tagebuch sei die einzige ihm entsprechende Form der Prosa, des Erzählens also, das hier mal labern wird, mal denken, mal nicht vergessen wollen. Das flimmert. Und während ich das schreibe, flimmert der Schatten des Birkengeästs im Örtchen Hetsch, was schlüpfen heißen kann oder brüten, Hetsch, Luke oder Öffnung. Hetsch jedenfalls immer aus einer Enge in eine Weite geraten. Frisch weiter über Brecht, der Deutschland zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre lang nicht betreten hatte. Die Weltbürgerallüre, die immer eine nationale Befangenheit kompensiert, erübrigt sich. Ein Augsburger mit Berlin als Arbeitsplatz, ein sprachgebundener, Herkunft nicht als Wappen, aber als unvertauschbare Bedingtheit, die selbstverständliche Anerkennung dieser Bedingtheit. Auf der Route 89 fährt ein giftgrüner Mustang vorbei. Ich stelle mir vor, wie es wäre, diesen Fleck zu verlassen und anderswo von vorn anzufangen. Ich rieche die Kiefern und denke an das nie meines gewesene Dorf meiner Kindheit. Dasselbe Zeug in den Vorgärten, dieselben selbstgezimmerten Scheunen. Das McDonald's-Sunday ohne Soße, das Generationen von Auswanderern an die Eiscreme ihrer Heimat erinnert. Die Kassiererin im Pacific Palisades, äußerster Westen LAs, die einmal versehentlich mit Howdy grüßt, als wäre sie noch immer in ihrem kleinen Mittelgebirge, wo der scharfe Kirchturm ein Loch in den Himmel reißt, dass ein Segen herausfalle. Die Floristin unter dem wolkenschweren Himmel Berlins, auch sie wird sich den Auszug irgendwie anders vorgestellt haben, nicht zwingend besser, aber anders doch, andere Systeme, andere Wetterlagen. Die Floristin also, wie sie mit einer kleinen Nagelschere am Bonsai laboriert. Herkunft und Wurzelschnitt und dann die Gestaltung der Baumkrone. Die wundersame Zurichtung des Lebendigen. Und so maniküre auch ich im Sommer 2018 an meinem Material herum, versuche aus meinem ersten Buch einen akademischen Grad zu zaubern. Es ist sehr heiß. Bäche bilden sich in meinen Kniekehlen. Ich beobachte den Kampf des Eichelheerpaares mit einer Krähe. An Arbeit ist, so sehr ich sie auch simuliere, nicht zu denken. Ich surfe im Internet. Die Europameisterschaft ist in vollem Gange. Die Schweiz spielt gegen Serbien. Auf Twitter trendet Doppeladler. Ich informiere mich. Ein Land in der Identitätskrise. Irgendwann stecke ich knietief in der Kommentarspalte der Aargauer Zeitung, vage davon überzeugt, dass alles werde irgendwann einmal wichtig werden, aber wann und wieso? Im äußersten Süden Utahs im Jahr 2022 sehe ich klarer. Einhändig schütte ich mir Eis in den Styroporbecher, die Finger der Linken fest zwischen den richtigen Seiten. Frisch. Ich berichtete ihm von Deutschland, soweit ich es von Reisen kannte, vom zerstörten Berlin. Ich solle bald nach Herliberg kommen, um mehr zu berichten.
Vielleicht kommen Sie auch einmal in diese interessante Lage, sagte Brecht auf dem Bahnsteig, dass Ihnen jemand von Ihrem Vaterland berichtet und Sie hören zu, als berichtete man Ihnen von einer Gegend in Afrika. Fuck Putin steht auf dem blau-gelben Schild an der Farmzufahrt, kurz nach dem Reservat der Navajo. Im Fernsehen werden Tough Measures for Border Protection gefordert. Tough, tough, tough as nails. Bei dieser Doppeladlersache jedenfalls ging es ja gar nicht um Treue einem Staat, einem Trikot gegenüber, sondern um den Einfall beendet geglaubter Konflikte in den ewigen Frieden. Hier fiel die Nachgeburt des Krieges als saurer Regen über die Landschaft nieder. Die Vernichtung und ihre Leugnung, die Reinheit des Blutes und des Glaubens, zurück in die Zukunft, aufs Amselfeld oder in die Kiewer Rus. Zwei mythische Orte, die von hier aus gedacht nie als gleich barbarisch galten und trotzdem beide Teil einer unbegreiflichen Peripherie eines anderen, das Brecht so dumm Afrika nennt. Frisch jedenfalls denkt 20 Jahre lang nach über diesen Satz, der im Jahr 1947 fiel. In 20 Jahren wird aus einem Kind ein Fußballspieler. Welche nicht ganz genehmen Zeichen werden die rechtzeitig davongekommenen künftig zeigen? An diesem Sommertag, als ich meine Fußnägel lackiere, stiehlt die Krähe der Eichelhäherin ein Ei. Sie lässt es vor den Augen der Bestohlenen auf den Asphalt fallen. In Hetsch dämmert es. Ein Nachtfalter steckt im Fliegengitter fest. Eigentlich wollte ich heute von etwas anderem sprechen. Von der zerlesenen Naked Lunch-Ausgabe im Motel am Lake Tahoe, wo man uns zu Europa befragte. Von William Burroughs Mord an seiner Frau Joan, durchgeführt auf einer Dinnerparty als sogenannter William Tell Act. Von Frisch, der 15 Jahre später schreibt, im Krieg hätte nicht Wilhelm Tell, sondern der gute Mensch von Sezoan das Schweizer Nationaldrama sein sollen. Am Ende stehen Allen Ginsbergs Worte. Joan, what kind of knowledge have the dead? Can you still love your mortal acquaintances? What do you remember of us? Oder, wie es in Frischs Fragebogen heißt, haben Sie Freunde unter den Toten? Danke. Verblüht gsi und am Abend hast mich geküsst. Am nächsten Tag schon fast vergessen, hast von mir gar nichts mehr gewusst. Donner im Tal ist's hell.
Stör zu.